Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute betrachten wir einen vollständigen Induktionsbeweis aus einer Serie 1. Wir sollen zeigen, dass folgende Aussage für alle n aus den natürlichen Zahlen gilt. Dazu verwenden wir die vollständige Induktion. Wir beginnen mit dem Zeigen des Induktionsanfangs. Hier zeigt man, dass die Aussage für mindestens ein Element aus den natürlichen Zahlen gilt. Dazu nimmt man in der Regel die kleinste mögliche Zahl. Wir setzen in den Ausdruck für n 1 ein. Nun berechnen wir die linke Seite. 1 mal 1 plus 1 ist 2. Jetzt die rechte Seite. 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 2 über 3 ist 6 über 3, was 2 ergibt. Es existiert also ein n aus den natürlichen Zahlen, so dass die Aussage gilt. Bei der Induktionsvoraussetzung nehmen wir an, dass ein m aus den natürlichen Zahlen existiert, für das die Aussage gilt. Diese Aussage ist korrekt, weil wir bereits im Induktionsanfang gezeigt haben, dass die Aussage für n gleich 1 wahr ist. Wir schreiben also die Aufgabe noch einmal ab und setzen für n m ein. Dabei müssen wir beachten, dass m mit dem Existenzquantor geschrieben wird. Nun folgt die Induktionsbehauptung. Wir behaupten, dass die Aussage auch für n plus 1 gilt. Entsprechend ersetzen wir in der Aussage n mit n plus 1 und vereinfachen. Nach all dieser Schreibarbeit dürfen wir nun im Induktionsschluss den Beweis abschließen. Wir nutzen die Induktionsvoraussetzung, um zu zeigen, dass die Induktionsbehauptung gilt. Wir schreiben also die Induktionsbehauptung hin und schreiben den Ausdruck so um, dass wir den Ausdruck aus der Induktionsvoraussetzung substituieren, also einfügen können. In unserem Beispiel funktioniert das wie folgt. Wir zerlegen die Summe, die von k gleich 1 bis n plus 1 läuft, in die Summe, die von k gleich 1 bis n läuft, plus das n plus 1 Folgenglied. In diesem Fall wäre das n plus 1 Folgenglied n plus 1 mal n plus 2. Dieser Schritt ergibt sich aus den Summenregeln. Wir haben es nun geschafft, den Ausdruck so umzuformen, dass wir jetzt die Induktionsvoraussetzung nutzen können. Wir setzen für die Summe von k gleich 1 bis n von k mal k plus 1 den Bruch aus der Induktionsvoraussetzung ein. Über dem Gleichzeichen schreiben wir IV, um anzudeuten, dass wir hier die Induktionsvoraussetzung benutzt haben. Manche Dozenten wollen diesen Schritt gekennzeichnet haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Beweis abzuschließen. Entweder setzen wir jetzt in die linke Seite noch die Induktionsbehauptung ein und formen mittels Äquivalenzumformungen um, bis wir eine offensichtliche wahre Aussage erhalten, wie beispielsweise 1 gleich 1. Oder wir formen so lange um, bis wir die Induktionsbehauptung dastehen haben. In diesem Beispiel betrachte ich letztere Herangehensweise. Wir bringen die Bruchterme auf gleichen Nenner. Jetzt können wir n plus 1 mal n plus 2 ausklammern. Wir erhalten die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 ist gleich n plus 1 mal n plus 2 mal n plus 3 über 3. Das ist die Induktionsbehauptung und somit der Schluss unseres Beweises. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!